Hütteldorf im Umbruch mit dem Abriss des letzten Teils der Südtribüne des Gerhard-Hannerby-Stadions, der bis zuletzt den Stromtrafo für die Baustelle getragen hat, steht dem Neubau des Allianz-Stadions nichts mehr im Weg. Der Spatenstich erfolgt bereits in der nächsten Woche. Für Christoph Peschek, der mit 1. Februar offiziell das Amt des Geschäftsführers angetreten hat, ist der Stadionneubau ein wichtiger Schritt, um mit Rapid noch größere sportliche und wirtschaftliche Erfolge zu erzielen. Nämlich in die Top 50 Europas zu kommen. Wir wollen Titel gewinnen. Das ist, denke ich, auch ein nachvollziehbarer Anspruch eines Rekordmeisters. Und ganz persönlich steht bei mir sehr weit auf der Agenda oben zum Ersten eine Wachstumsstrategie zu verfolgen. Wir wollen wachsen in allen Bereichen des Vereins. Zum Zweiten die Marke Rapid zu stärken und zum Dritten die Infrastruktur auch abseits des Stadions zu optimieren. Das heißt nach innen hin, aber auch von Trainingszentrum, Schulkooperationen und so weiter. Also da warten einige sehr, sehr spannende Herausforderungen, aber ich freue mich, bin voller Tatendrang und Energie und bin davon überzeugt, dass wir zum Wohle des Vereins, zum Wohle von Rapid diese auch positiv umsetzen werden.